Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright Ace Attorney Spirit of Justice. Im letzten Part haben wir uns die erste Aussage hier von Emma angehört bei der aktuellen Gerichtsverhandlung und ich habe auch schon den Widerspruch gefunden, denn hier bei diesem Teil der Aussage behauptet sie, dass auf dem Klebeband, was das X dargestellt hat, das während der Show von Trucy bewegt wurde, dass da die Fingerabdrücke von Trucy drauf sind. Das halte ich aber für ein Gerücht, denn wir haben ja die Fingerabdruckanalyse durchgeführt an diesem Sarg da. Und da haben wir auch keine Fingerabdrücke von Trucy drauf gefunden. Wir haben nirgendwo Fingerabdrücke von Trucy gefunden, weil sie ja Handschuhe trug während der Show. Wie können also ihre Fingerabdrücke da drauf gekommen sein, wenn sie das ja angeblich während der Show bewegt hat? Das finde ich komisch und deswegen... Objection! I'm sorry, Detective Sky, but there's a flaw in your testimony. Oh, really? The prosecution is claiming that Miss Wright moved the understage tape during the show. In order to guide the victim into the coffin downstage. But it doesn't make sense that she would leave prints on the tape at that time. It doesn't? Please consider the fingerprinting results of the main coffin, which shows that not one of my client's fingerprints was found on or in it. That's true. We didn't find any of her prints on that coffin. Hmm? I think you've realized what the flaw in your testimony is. Bam. Claiming Miss Wright left prints on the tape during the show is inconsistent with the facts. Because she was wearing gloves during the show. Oh. She must have left the prints sometime before the show started. In other words, her prints do not prove she moved the tape to mislead the victim. The prosecution's investigation was insufficient. Oh my. But on a personal level, I'm very happy about that. Yay, Emma. Well, prosecutor said, Marty, if the defense argument is true, then you have no evidence the defendant moved the tape to deceive the victim. I see. Apparently the defense is more intelligent than I had thought. More than a stink bug, anyways. Come on, you can bump me up at least a stag beetle, to at least a stag beetle now, can't you? Would it really be any better? Of course, way better! Stag beetles are cool with those huge mandibles of theirs. If the defense wishes to be promoted to a stag beetle, then answer me this question. Alright, shoot. Even with no evidence that the accused moved the tape to misguide the victim, the victim still climbed the ladder using the tape as a guide. And entered the coffin on the stage. The accused then thrust her sword into said coffin with the victim in it. So what you're saying is, the fact remains that the victim was stabbed to death, right? Ja, nee, ist schon klar. Precisely. However, this does drastically change one aspect of this case. The accused did not lead the victim into the coffin on purpose, then it means the victim's death could have been accidental. If it was indeed an accident, the defense can argue that it was involuntary manslaughter. Das hat aber schnell aufgegeben. Also das ist gut für uns. Er gibt jetzt zu, der Saab Mahdi, dass es vielleicht nur ein Unfall war und doch kein geplanter Mord von Trucy. Das wäre aber trotzdem nicht so toll, weil sie halt dennoch dann behauptet, er ihn umgebracht hätte, ihn erstochen hätte. Zwar nicht geplant, nur ein Unfall, aber trotzdem, wir wollen ja zeigen, dass es Trucy überhaupt nicht war, dass sie nichts damit zu tun hatte. I see, if it was involuntarily manslaughter, they could plead extenuating circumstances, oder so. And the severity of the crime could be mitigated. Defense, if you believe the accused did not murder the victim, then do you argue that it was an accident? Nein, sie hat gar nichts damit zu tun. Das ist it. The all-important question. The defense argues that Mr. Rear's death was... Ja, das ist lustig. Die Verteidigung sagt, dass der Tod von Mr. Rear's ein Unfall war oder Mord war. Es war Mord. Aber halt nicht von Trucy, sondern von jemand anderem. The defense maintains that the defendant is entire... Nein, Apollo! Is entirely innocent. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. We believe that it wasn't an accident, but murder. And what's more, we believe it was committed... Danke. By a third party.
A third party? Isn't the true culprit is someone else? Ich hab schon kurz gedacht, er würde jetzt sagen, doch, Juicy war's. Sie hat alles geplant. That is quite a brazen claim to make. And one really without grounds. Your voice is as loud as your suit. And your mind echoes just as loudly in emptiness. Surely, you were but a loud red pepper in your previous life. I've been demoted to a vegetable? Wow. I didn't know a person could be reincarnated as a non-sentient plant. In any case, I do have grounds to make this claim. Let us hear this reasoning of yours then. Alright, but before I give it, there is one question that we need to address. If the victim was killed by some third party, then the sword the defendant thrust into the coffin wasn't the cause of death. If that's the case, then how did we wind up with the dead body inside the coffin? A very good question. Now let's hear your opinion, Mr. Justice. How did the victim's body wind up inside the coffin? He was killed in the coffin. It was magic! he was killed under stage. Okay, wir sollen auf jeden Fall sagen, wie es sein kann, dass halt die Leiche, wie wir dann in dem Sarg da gefunden haben, dass die da rauskam. Er wurde in dem Sarg selber getötet. Es war Magie! Oder er wurde schon unter der Stage getötet. So, das ist jetzt ein Problem. Weil wenn ich sage, dass es im Sarg auf der Stagebühne war, dann könnte man halt eher denken, dass es Juicy ist. Also für uns wäre es besser, wenn er schon unter der Stage getötet worden wäre. Das ergibt aber eigentlich keinen Sinn, weil wir haben ja innen drin seine Fingerabdrücke gefunden, seine Handabdrücke sogar. Also er hat sich da in dem Sarg so dran festgehalten und stand da aufrecht drin. Eine Leiche tut es nicht. Und deswegen kann er eigentlich erst da drin getötet worden sein. Oder? Aber wodurch? Weiß ich nicht. Ah, das ist jetzt sehr, sehr schwierig, weil, also, es war keine Magie. So viel ist mir klar, aber zwischen 1 und 3 das Richtige zu wählen, ist sehr, sehr schwer, finde ich. Weil die Fingerabdrücke sprechen eindeutig dafür, dass er noch gelebt hat, als er da drin war. Aber das ist halt schlecht für uns, weil ich wüsste nicht, wie das gehen könnte. Wenn er unter der Stage irgendwie getötet worden wäre, das wäre sehr viel einfacher. Aber die Fingerabdrücke zeigen das, weil es kann nicht sein, dass er davor schon tot war. Und dass dann die Leiche da reingesteckt wurde. Ich weiß nicht genau. Man könnte so argumentieren, dass dann der Mörder die Leiche halt so da rein, also reingestellt hat quasi. Mit den, aber ich meine, die Leiche würde ja einfach zusammensacken. So. Das würde nicht funktionieren. Aber da bin ich mir jetzt sehr unsicher. Ja, verdammt. Also, post the victim might have been killed inside the coffin. Aber, ja, es ist falsch, ist mir schon klar. Aber wie kann man dann das erklären mit den Handabdrücken? Exactly. And who was the one who thrust the sword into the coffin? It was Miss Wright of... Your Honor, it would appear the defense has finally given up. Please render your verdict. Hold it! Now wait just a minute. I said might have been, I didn't say definitely was. Did you really think such verbal acrobatics would get you off the hook? Oh, if only I could have stuck the landing better. Why don't you try again, defense? Ja. Ich würde es gerne nochmal probieren. Aber da bin ich gespannt, wie das dann erklärt wird. Ich meine, das ist wie gesagt besser für uns. Aber das obere wäre halt krasser, deswegen habe ich... Ich habe wieder versucht, auch das krassere ein bisschen zu wählen. Und ich habe eigentlich schon das gewählt, was mit meinen Beweisen besser zusammenpasst. Egal. Unter der Stage wurde er gekillt. Oder war es doch Magie? Nein. What if the victim was killed under the stage before being put into the coffin? In other words, what if the victim was already dead in the coffin from the get-go? Oh, I see. In that case, the defendant's sword wouldn't have been the cause of death. How do you respond, Prosecutor Sadnadi? That is the third time. The third time of what? Ja! Ouch. What the heck is this? Wenigstens ist es kein Kaffee und keine Peitsche. Ah!
My head! What do you think you're doing? Even the merciful Holy Mother loses patience if she is struck 3 times. Since you never learn, you needed to be punished. Why don't you let me worry about what I need and don't need? It is what you deserve for interfering with my sacred last rites for the victim. You are a brainless lawyer chasing phantoms. You know nothing. Let this humble servant of the Holy Mother give you an edifying sermon. A sermon? Now? There's a passage in the sacred scriptures of Quranism. A cornered frog will swallow even a snake. Huh? Was labert der? A cornered lawyer has unexpectedly struck back hard against the prosecution. Did I get it right? No, for I am not done with my sermon. And yet, the frog still dies, its belly bitten and torn from within. Just great. And in this case, you are the frog defense. What exactly is your point anyway? Let us assume for a moment that the victim was killed under the stage. Who, then, had the opportunity to do so during the show? Ja, das war auch juicy, ich weiß schon. Let's see, the people in the show were Bonnie the Fame, the victim, Mr. Rears, and Juicy Wright. Bonnie the Fame was on stage throughout the entire show, as easily confirmed by the footage from the show. Which leaves us with only one suspect, Juicy Wright. Agnk! A-G-N-K! Agnk! Now do you see? Das ist voll laut, der Klatscher von ihm. The accused killed Mr. Rears as he waited on standby in the understage passage, and then placed his dead body in the coffin above, thus making the murder look like an accident. No! Oh, great and merciful Holy Mother. Thus, another putrid mind has been guided toward enlightenment. I can't believe I swallowed his trick question whole. Ja, wir hätten doch das andere nehmen. Ich habe ja das andere genommen. Das wäre besser gewesen. Objection! Objection, Athena! Bam! Sorry, but I have to raise an objection here. Athena, what are you... There's something I want to point out, Apollo. And who might you be? You strike me as a mere child in countenance. I may be young, but I have an attorney's badge just the same. And you would contribute to this discussion in that capacity? I most certainly would! Oh yeah. You just argued that the defendant killed the victim under the stage. But let me remind you that Miss Wright is a girl. Clearly. Surely you didn't raise an objection simply to point out such an obvious fact. Your Honor, please send for this little child's guardian to come take her home. Hold it! Oh, jetzt ist sie auch angepisst. But I'm not done with my sermon! You don't need to talk like Prosecutor Seth Maddy, you know. Listen, if the victim was killed in the understage passage, then his body would then have to be hauled up to the stage, right? However, Miss Wright is a young girl, and a pretty petite one at that. She couldn't possibly have hefted that large body up and put it into a coffin. That's true. It does seem like it would be a rather difficult task for the defendant. I don't think even I could do it. What do you think of that, prosecutor? Who is the child now? In my religion, the priestesses of Quranism are revered as the pillars of our beliefs, so I naturally hold nothing but deep respect for women. I also think highly of the female perspective. Says the man who called this fair maiden a little child. Who's a fair maiden? I agree that your point is worth discussing, defense. How, indeed, was the dead body raised up into the coffin? By the accused, Juicy Wright, that is. You're committed to pointing the finger at her no matter what, huh? Then you explain how that even be possible. Ich glaube, ich weiß schon, was er sagt. But of course. There was a way for even a small creature like her to raise the victim's body up. Huh? Wait. You really can explain it?
I foresaw that our arguments would come to this, so I have prepared a witness. Ah, sie hat sogar, er hat sogar einen Zeugen. Ich bin mir noch gar nicht sicher. Ist Mahdi eigentlich männlich oder weiblich? Ich glaube männlich, oder? Ich weiß aber gar nicht sicher. Das wird, glaube ich, noch nicht gesagt, oder? Well, I admire your readiness, Prosecutor. It is really not that difficult when one can read the ultimate outcome of any trial. He couldn't have really predicted that things would turn out like this, could he? It's pretty hard to believe. Excuse me, but may I step down now? Yes, I suppose you may. One moment, Detective Sky. I'm sorry for, you know, the way I handled all of this. You did a fine job, Detective. Your testimony was invaluable. It was? Yes. You served well as a detective and did not allow your personal feelings to interfere. You overcame the conflicted emotions you felt and performed your duty admirably. You will be rewarded for your fine work. Okay, wenigstens immer geht's gut. Oh. Thank you. I hope we can work together again in the future. Emma seems bewildered by the unexpected praise. I guess he's a pretty nice person, like they say, as long as you're not up against him. Now then, let us call the next witness. Wer ist es zuerst? Bonnie. Oder ist es doch Rattins? Nein, ihr Bonnie. Hallo. Witness, please state your name and occupation. Okay. Aber dann würde ich erstmal sagen, war es hier für diesen Part von Let's Play Phoenix Wright, Ace Attorney, Spirit of Justice. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit der ersten Zeugin. Emma war ja auch schon so irgendwie eine Zeugin, aber als Inspektorin sehe ich das nur so halb dazu. Jetzt kommt die erste richtige Augenzeugin. Und Satmali will jetzt mit Bonnie auf jeden Fall irgendwie beweisen, dass es Trucy geschafft hat, Mr. Rears unter der Stage zu töten und ihn dann nach oben in den Sarg zu bringen. Das ist ja vor allem für ein junges Mädchen wie Trucy extrem schwierig, aber sie hatte doch irgendeine Möglichkeit, sagt ihr. Und ja, es gibt ja die Hebebühnen und damit hätte sie es halt wahrscheinlich irgendwie schaffen können. Vielleicht wird Bonnie das behaupten, dass sie das gehört hat, vielleicht wie die ausgefahren wurde oder irgendwie so, wo sie auf der Stage war, keine Ahnung. Beim nächsten Mal gibt es dann auf jeden Fall ihre Aussage. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.